Von der Willkommensparty ahnt auf der obersten Etage bisher niemand etwas. Hier dreht sich gerade alles um den Nachwuchs. So, machen wir euch jetzt schick? Nee, okay, nicht schick machen. Komm, wir machen eine frische Krempi. Wir müssen ja Schuhe anziehen. Möchtest du Dino Schuhe anziehen? Ja, dann müssen wir erst Popo machen. Ja, komm. Komm, kommst du zum Papa? Nee. Wie, nee? Wer kommt denn zum Papa? Kommst du zu mir? Ja. Dann komm, hinlegen. Leg dich hin. Komm her. Oh, Baby, Mann. Was ist los? In morikrischen Kuss? Hm? Wie, nee? Kriegt mir Papa einen Kussi? Papa Kussi? Oh. Oh. Was machst du? Ist der Papa jetzt der Superheld? Ja, glaube ich dir. Das will die Mama aber mal überhört haben. Die beiden zweijährigen Rabauken haben schon ihren eigenen Kopf. Warte, was machst du? Packst du gerade deinen Bruder aus? Ja, das glaube ich dir. Du bist ein kleiner Frechdachs. Nicht machen. Kakai. Ja, du bist aber auch gerade Kakai. Nackidai. Ich krieg dich. Bring dir die Pampers in die Mülltonne, in die Bar. So, hier, bitteschön. Bring in den Müll, Küche. Du weißt wohin, ne? Komm, Attacke. Man kommt so langsam in den Familienalltag. Ja, das wird jetzt von Tag zu Tag, Schatz. Ich bin auch froh, dass es der Kleinen so gut geht. So, jetzt darf der Emorilé auf den Arm nehmen. Langsam vorsichtig, ne? Gibst du dir ein Küsschen? Ja. Dann mach. Mama Kussi. Mama. Mama Kussi. Gibst du mir die? Nicht ins Gesicht, Schatz. Vorsicht. So, toll. Ist das deine Schwester? Ja? Siehst du mir den an? Ah. Aber man merkt schon, wie stolz sie auf die Kleine sind. Auf jeden Fall. Also, das hätte ich irgendwie, ja, schon irgendwie gedacht, aber so krass jetzt auch nicht. Also zwischen den Geburten sind auf jeden Fall Welten gewesen. Wenn man mal überlegt, die Zwillinge haben 7 Wochen im Krankenhaus verbracht. Die Kleine durfte jetzt mit uns nach 2 Tagen nach Hause. Und auch was die Schmerzen betrifft, war halt ein kompletter Unterschied. Ne? Also die ersten 4 Tage konnte ich bei den Zwillingen ja kaum laufen. Hm. Da bin ich ja mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren. Und bei der Kleinen konnte ich am selben Tag noch. Am Ende des Tages ist alles irgendwie egal. Wichtig ist, dass natürlich die Mutter und so wie auch das Kind gesund und über den Damm ist. Ihr passt später auf die Hope auf, oder? Wenn ihr groß seid. Ja? Ihr seid 2 große Brüder, ne? Ja. Ja. Gut. Ich bin mal gespannt, was die da unten treiben, weil irgendwie war gefühlt vor 2 Stunden der letzte hier oben und normalerweise geht das hier so im 10-Minuten-Takt, dass hier irgendwie immer einer durchwuselt. Also, das ist auf jeden Fall schon ungewöhnlich, dass hier seit fast 2 Stunden keiner mehr oben war. Aber ich glaube, die Mama hält hier unten auf Trab. Ja, irgendwas ist da auf jeden Fall im Busch. Ganz genau, eine Überraschung ist da im Busch. Inzwischen wurde aus der ersten Etage eine Party-Location und die ersten Gäste trudeln ein. Serbets Mama Fatma und seine Schwester Susan sind auch dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Aurelio heute auch am Start ist. Der war nämlich für 2 Tage bei Serbets seiner Mama und hab dich vermisst, mein Schatz. Hi. Hi. Was geht hier? Und? Oh, jetzt seid ihr unser kleiner Glucki. Ihr wollt die Jets. Anne. Ja, was denn? Nein, auf dem Video noch. Ja, genau. Kannst du was denn? Machen, Sarah Jane. Hallo. Schöne Mädchen, auch ja. Ja, das ist eine Geschichte. So küssen sich die Türken zur Begrüßung. Hallo. Hallo. So, geht es einmal der Sarah Jane Hallo sagen? Sarah Jane hat ganz lange nicht mehr gesehen. Sarah Jane. Wie geht's dir? Gut? Was ist dir zu sich, Sarah? Gut? Ja? Und nicht streiten, ne? Sie? Oh. Mir geht's auch gut, danke. Ich muss sagen, ihm testikulär, Mama. Ihm testikulär. Ihm? Ihm? Testikulär. Keschotulär.
Der schickt mehr. Nicht streiten. Mannagaff, ne? Ja, ich wollte eigentlich nur Danke sagen. Ich glaube, das heißt Gesche Güla oder sowas. Aber wie gesagt, die Sprache ist für mich eine große Barriere. Und zum Glück habe ich aber immer Servet dabei. Esther, kannst du denn eben jetzt hochgehen und fragen, ob die runterkommen können? Ja, aber dann müsst ihr ja immer komplett ruhig sein. Wir sind hier komplett ruhig. Okay, dann gehe ich eben hoch die Ruhe. Also ich würde sagen, hier unten ist jetzt soweit alles fertig. Ist alles schön dekoriert. Trina ist jetzt gerade oben noch sich ein bisschen ausruhen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf ihren Blick und ja, was sie dazu sagt. Ihr müsst jetzt alle, auch die zwei kleinen Terroristen da. Wir spielen jetzt das Spiel ganz ernst. Alle so eine Brille an. Hey, Brille. Ja, wir gucken auch mal, dass nicht zu viel Trubel und Krach da gleich ist, weil es ist ja noch nicht so lange her, wo die das Kind gekriegt hat. Das Kind ist ja mal gerade 48 Stunden alt. Und ja, dass das alles ruhig gesanft abgeht und ich glaube schon, dass sie sich freut. Ilica in der Türkei. Die Voyli-Familie hat eine Willkommensparty für Serafina und Peter und ihre 2 Tage alte Tochter Hope organisiert. Wir sind alle stehen. Willkommen zu Hause, unsere kleine Prinzess. Ja, gerade abgenommen. Oh. So, jetzt bist du auch hier herzlich empfangen worden im Wollnihaus, ne? Das ist eine süße kleine Schnecke. Hä? Ich hätte definitiv nicht mit einer Willkommensparty gerechnet. Ich dachte jetzt wirklich, wir kommen runter und Aurelio soll den Kleinen das erste Mal sehen. Ja, dass hier so volles Haus ist, hätte ich nicht mitgerechnet. Nicht nur Serafina ist total überwältigt von der Überraschung. Auch das jüngste Wollnimädchen zieht die Partygäste in ihren Bann. Also ich muss ehrlich sagen, Hope Angel Silvia ist das schönste Baby auf der ganzen Welt. Ich habe noch nie ein so süßes Baby gesehen, das rausgeschlüpft ist und direkt wunderschön war bei uns. War das eigentlich immer so, dass die Kinder sich da echt relativ verändert haben in der Familie. Aber sie war von der ersten Sekunde einfach wunderschön. Und Serafina, dir selber, wie geht's dir jetzt so körperlich? Ist auch hier an der Seite wie so ein Muskelkater. Ich glaube, es kommt von der Spritze im Rücken. Ja, von der Rückenmarkspritze. Ne? Das ist halt sehr unangenehm, auch beim Liegen. Ja. Aber so an sich die Narbe, also die Wunde. Außer beim Husten, ne? Beim Husten und beim Lachen. Ja. Das ist richtig unangenehm. Als wir nach Hause gekommen sind, Peter war mega müde, der hatte in der Nacht vielleicht 30 Minuten geschlafen. Ich war müde, dann halt auch durch die Schmerzen angeschlagen. Aber trotzdem hat dann die Willkommensparty einfach alles so überspielt. Ne? Dann war die Müdigkeit vergessen und wir haben es einfach genossen. Aber Serafina, tu dich trotz allem hier zu Hause noch schonen. Ja? Das auf jeden Fall. Denn es bringt nichts, wenn du jetzt 1-2 Tage hier Gas gibst und liegst hinter 3-4 Wochen. Das ist, ne? Du musst dich auf jeden Fall schonen. Sind genügend Leute im Haus, die können immer unterstützen mit den Zwillingen oder sonst was. Wir sind ja noch jetzt ein bisschen in der Türkei. Wenn du was brauchst, dann brauchst du das. Ich nehme alle. Wir waren ja schon oft bei Festen der Familie dabei und es war immer wunderschön. Und wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt zufällig gerade auch in der Türkei sind, wo die Kleine geboren wurde. Also wir sind allen mega dankbar für die Unterstützung, weil das ist nicht selbstverständlich. Und auch für unsere Freunde hier, Christine und Jay, die auch am Tag der Geburt da waren. Dann Kevin und Sari, die sich den ganzen Tag um die Zwillinge gekümmert haben. Also wir sind allen wirklich mega dankbar. Die großen Brüder helfen der kleinen Schwester. Ja, die kleine Maus wird auf jeden Fall schon darauf vorbereitet, mit viel Trubel umzugehen und mit viel Lautstärke. Da soll sie sich auch auf jeden Fall schnell dran gewöhnen, denn bei uns wird halt ja immer groß gefeiert, weißt du ja auch. Das stimmt, da ist immer viel los, viele Leute, viele Menschen.
viel Geräusche, aber ich denke, da wird sie gut reinkommen. Guck mal hier, schräg sehen. Casey, sag mal Hope. Sag mal Hope. Ist das für die Hope? Also ich glaube mir schon, dass Serafina sich sehr gefreut hat. Man hat gesehen, sie hat den Kopf so runtergeneigt und da hatte auch so ein bisschen Pipi in den Augen, dass sie im Endeffekt so herzlich von der ganzen Familie mit dem Baby empfangen wird. Ich wünsche den beiden jetzt von ganzem Herzen, dass die etwas entspannt in die nächsten Tage starten können und ja, dass sie genügend Unterstützung von allen bekommen, dass Serafina sich hier zu Hause jetzt auch richtig erholen kann. Jetzt konzentrieren wir uns und freuen uns auf unseren neuen Alltag mit unserer Prinzessin und unseren Prinzen. Ja, da müssen wir jetzt erstmal einen Alltag hinkriegen.